Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man den Antrag der Grünen liest, da bekommt man ja fast den Eindruck, Sie kennen die SIPRI-Studie nicht. Denn die schwedischen Friedensforscher stellen fest, im globalen Vergleich sind die Rüstungsexporte Deutschlands in den vergangenen 4 Jahren um 36% zurückgegangen. Und das, obwohl das weltweite Rüstungsexportvolumen insgesamt um 8,4% zugenommen hat. Deutschland hat sogar den größten Rückgang der Exporte unter den 20 größten Exporteuren zu verzeichnen. Der Anteil deutscher Exporte auf dem Rüstungsmarkt ist von 9,4% auf 5,6% zurückgegangen. Sie sehen also, die Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung ist bereits sehr restriktiv und äußerst zurückhaltend. Es wird vergleichsweise wenig exportiert und jede Ausfuhr wird im Einzelfall sorgfältig geprüft. Und, meine Damen und Herren, die Bundesregierung informiert das Parlament transparent über die Genehmigungsentscheidungen des Bundessicherheitsrates in regelmäßigen Berichten. Wer allerdings beim Lesen dieser Berichte pauschal auf die Höhe der Summe zeigt und Skandal ruft, der macht es sich zu einfach. Das Finanzvolumen allein spiegelt noch nicht wider, wie restriktiv die Entscheidungen des Bundessicherheitsrates sind. Schauen wir uns doch mal die Exporte an der ersten 4 Monate im Jahr 2017. Fast 2/3 der gesamten Genehmigungswerte für Drittländer entfällt auf die Ausfuhr einer Fregatte nach Algerien. Eine Fregatte mit entsprechender Ausstattung zum Küstenschutz Algeriens im Rahmen der Modernisierung der örtlichen Küstenwache schlägt mit 1,31 Milliarden Euro zu Buche. Das aber jetzt mit 59 Millionen Euro für Gewehre, Maschinenpistolen, Munition und Kleinwaffen, die 2004 unter Rot-Grün an Saudi-Arabien exportiert wurden, das jetzt so gegeneinander aufzurechnen, wäre ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen. Wenn man also die Entscheidungen der jeweiligen Bundesregierung bewertet, dann darf man das nicht allein von der Summe abhängig machen, sondern es gilt immer, den kritischen Blick auf den jeweiligen Einzelfall zu richten. Und dass auch die aktuelle Bundesregierung jeden Einzelfall kritisch prüft, sieht man zum Beispiel auch daran, dass seit Anfang 2006 bereits 11 Rüstungsexporte in die Türkei abgelehnt wurden. Frau Kollegin Obermeier, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Keul? Nein, ich würde lieber fortfahren. Danke. Denn es gelten ja nach wie vor die strengen Exportrichtlinien aus der Zeit der rot-grünen Koalition. Und die Grünen kritisieren in ihrem Antrag auch die Zusammenarbeit der deutschen Wehrtechnik mit türkischen Unternehmen. Die Türkei ist seit 1952 Mitglied der NATO. Und waren es nicht die Grünen, die über viele Jahre und sogar bis noch vor kurzem für einen EU-Beitritt der Türkei geworben haben? Ja, die Entwicklungen in der Türkei sind überaus besorgniserregend. Und ja, in der Frage von Rüstungsexporten haben wir generell eine große Verantwortung für Frieden, Sicherheit und Stabilität in der Welt. Aber wir haben auch eine große Verantwortung für die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Und wenn wir hier im Hohen Haus entscheiden, unsere Männer und Frauen in Auslandseinsätze zu schicken, dann müssen wir auch für ihren Schutz Sorge tragen. Und solange unsere Bundeswehr in NATO-Missionen wie im Kosovo oder in Afghanistan gemeinsam mit türkischen Kameraden Seite an Seite im Einsatz ist, solange gilt es auch bei jeder Exportanfrage aus der Türkei, den Blick auch auf die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr zu richten. Und auch wenn ich nach der heutigen Sitzung des Verteidigungsausschusses leider nicht mehr für alle Teile der ganzen Koalition das sagen kann, aber für unsere CDU-CSU-Fraktion und für mich persönlich
hat der Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten oberste Priorität. Und deshalb werden wir Ihren Antrag ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank.